Wenn Hunderttausende in den USA und weltweit beim Women's March Straßen und Plätze füllen, dann geht es nicht einfach nur um Donald Trump und sein menschenverachtendes Weltbild. Dann richtet sich der Widerstand gegen alle Angriffe auf Frauenrechte. Angriffe, die auf der ganzen Welt von Konservativen und Rechten geführt werden. Dann geht es um die Verteidigung der Freiheit und Gleichheit aller Menschen in dieser Gesellschaft. Auch in Deutschland liegt vieles im Argen. Selbsternannte Lebensschützer streiten Frauen ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ab. Immer noch verdienen Frauen 21% weniger als Männer, arbeiten häufiger in Teilzeit oder Minijobs. Kinder werden zum Armutsrisiko. Alleinerziehende sind davon besonders betroffen. Pflegearbeit ist weiblich und dazu noch mies bezahlt. Die Liste ließe sich weiter fortsetzen. Wenn man die verschiedenen Angriffe als einzelne Puzzlestücke sieht, dann fallen sie vielleicht nicht so auf. Aber wenn man anfängt, das zu einem Gesamtbild zusammenzulegen, dann wird deutlich, dass es wirklich um einen Generalangriff auf unsere Rechte geht. Und dagegen müssen wir uns dringend wehren. Auch wenn uns vieles, was Frauen in den vergangenen Jahrzehnten erkämpft haben, wie selbstverständlich vorkommt, so sind wir von echter Gleichstellung noch weit entfernt. Solange bei gleicher Arbeit und gleicher Arbeitsleistung unterschiedlich bezahlt wird, ist das inakzeptabel. Das trifft in besonderer Weise Frauen. Und Frauen sind weiterhin diejenigen, die außerhalb des Arbeitslebens viel mehr wegtragen. Diese Herausforderung, das zu ändern, bleibt. Sie wird lange bleiben und sie wird Kampf erfordern. Frauen werden rausgedrängt aus ordentlichen Jobs, aus Vollzeitjobs, auch weil es immer weniger ordentliche Vollzeitjobs gibt. Frauen haben das Problem, wie sie ihre Kinder in einer Kita versorgen lassen können, die um 16 Uhr schließt, wo sie dann eben ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können. Das sind alles rückwärtsgerichtete Entwicklungen und ich wünsche mir, dass wir das stoppen können. Für all das brauchen wir einen langen Atem. Es geht um viel. Um eine solidarische Gesellschaft, das gute Leben und eine wirkliche Gleichstellung. Also die größte Gefahr für die Gleichstellung ist tatsächlich der Mythos, wir hätten sie schon erreicht, weil damit Kämpfe verhindert werden. Wir müssen aber wirklich gegen alle diese Angriffe kämpfen und dafür sorgen, dass es keine Rückschritte gibt. Deshalb brauchen wir den Feminismus. In unterschiedlichen Bewegungen, Initiativen und Projekten auf der ganzen Welt. Gemeinsam in aller Unterschiedlichkeit. Deshalb feiern und kämpfen wir am Internationalen Frauentag mit euch zusammen. Denn dieser Kampf gewinnt sich nicht von alleine. Diesen Kampf gewinnen wir nur mit euch. Also diese Mütze, der sogenannte Pussyhat, kann ein Symbol werden der erstarkenden Frauenbewegung. Angefangen in den USA, aber mittlerweile gibt es auch hier viele, viele Aktivitäten von Frauen, die mit dieser Mütze für ihre Rechte demonstrieren. So zum Beispiel am 8. März in Berlin und am 11. März in Lübeck beim Women's March.